Hallo, hier ein neues Video zum Thema Werkstättenzeichnung und Teilstrukturierung. Das Beispiel habe ich vom Kunden erhalten und das möchte ich hier einfach mal ein bisschen zeigen, wie man das aufbauen kann oder sollte, besser gesagt sollte. Ich würde euch auch wieder bitten, das Glockensymbol im YouTube zu betätigen, um einfach schneller zu benachrichtigt werden. So, und jetzt möchte ich einfach mal da beginnen. Das heißt, ich werde mir hier einfach einen solchen Waschtisch in eine neue Konstruktion kopieren. Das heißt, ich gehe hier aufs Weltkoordinatensystem und gehe ins Clipboard und wechsle hier in eine neue Konstruktion, um es einfach besser zu erklären. So, das heißt, ich füge es mir hier ein aus dem Clipboard, rechte Maustaste 0 Punkt und in der Konstruktion der 0 Punkt. Und dann habe ich hier meine Konstruktion liegen. So, grundsätzlich, man sieht hier zum Beispiel bei der Struktur, das heißt, dieser Waschtisch, das wäre eigentlich im Prinzip eine Strukturierung, die einfach nur eine Strukturbaugruppe wäre, welche nicht stücklistenrelevant ist. Weil im Prinzip brauche ich von diesen natürlich keine Zeichnung, von diesen Steher wäre dasselbe, das heißt, es ist auch nicht stücklistenrelevant, wäre auch eine Strukturbaugruppe. Und erst hier würde das mit den Baugruppen beginnen. Das heißt, man hat hier im Prinzip einen Steher, da noch eine Baugruppe, diesen Einschub und die losen Teile. Im Prinzip würde ich jetzt mal den Einschub, das ist komplett eine eigene Baugruppe, die ziehe ich mal hier nach oben. Diesen Steher und diese Formrohre, es wäre eigentlich im Prinzip eine Baugruppe, das heißt, die würde ich hier im Prinzip. Diese Teile würde ich hier in diese Baugruppe ziehen. Das heißt, dieser Steher fällt dann im Prinzip weg. Ah, die losen Teile sind noch drinnen. Das heißt, ich würde mir hier eine weitere Strukturbaugruppe erzeugen, wo ich alle losen Teile einfüge. So, lose Teile, das ist eine Strukturbaugruppe. Das ist für mich einfach nur, damit alles übersichtlicher ist. Das heißt, hier waren diese losen Teile drinnen, das heißt, diese ziehe ich einfach mal in das rein, weil es kommt noch mehr zusammen wahrscheinlich. In dem Steher habe ich auch noch mal die losen Teile, die ziehe ich auch da rein. Somit kann ich diesen Steher auch löschen. Das heißt, ich habe hier einfach mal eine Baugruppe, wo diese ganzen Teile in einer Konstruktion sind. Das heißt, ich kann hier wieder mit der aktiven Teil darstellen, anschauen. Das heißt, man muss sich so vorstellen, die Baugruppe, sprich Schweißbaugruppe, wäre eigentlich im Prinzip das Teil, was wirklich zusammengeschweißt wird. Das heißt, dieser Rahmen wird so, wie er jetzt da ersichtlich ist, zusammengeschweißt. Und im Prinzip auch dieser Einschub, so wie er hier ist. Das wird zusammengeschweißt als eine Baugruppe und dieser Rahmen als eine Baugruppe. So wäre das grundsätzliche Prinzip. Das heißt, wenn ich jetzt mal die Positionsnummern lösche und diese neu generiere, habe ich hier diesen Waschtisch, wo alles gesamt drinnen ist. Darunter gibt es einen Steher. Sage jetzt mal, im Prinzip wäre der Waschtisch eigentlich hier, ja, eigentlich umsonst, oder sprich, der Steher wäre umsonst. Eigentlich könnte man das hier noch, würde ich eigentlich eher in diese Richtung so umbauen. Das heißt, eigentlich ist das der Waschtisch. Darunter gibt es eine Baugruppe, wo einfach, sage jetzt mal, der Rahmen wäre. Und einmal die Baugruppe, wo nur der Einschub wäre. So, das heißt, ich habe hier meine Strukturierung so aufgebaut. Darunter gibt es hier noch eine Baugruppe, sehe ich gerade. Das heißt, diese Baugruppe wäre dann eigentlich der Einschub. Das heißt, die kann ich dann auch noch löschen. Und hier wäre dann die richtige Strukturierung. Das heißt, einmal der Einschub mit der Baugruppe, welches ein Hauptteil hat, das gehe ich gleich drauf ein. Und einmal den Rahmen mit dem Hauptteil. So, als erster schauen wir uns den Einschub an. Das heißt, beim Einschub ist es relativ einfach. Da ist im Normalfall das Hauptteil das längste Teil und nach dem richtet sich auch die Werkstättenzeichnung aus. Das heißt, ja, so wäre die Struktur richtig. Ich schaue jetzt noch drauf, ob eine Verwendungsart drauf ist. Das heißt, ich würde hier eine Verwendungsart vergeben. Die Verwendungsart gibt an, nach welchen Kriterien die
Werkstättenzeichnung erzeugt wird. Das heißt, ich sage hier einen Zusammenbauträger. Da ist nämlich standardmäßig eingestellt, dass das längste Teil, sprich das Hauptteil, wird waagrecht auf die Zeichnung gelegt. Das heißt, da schauen wir uns jetzt mal einfach mal an. Das heißt, die Gleichklausur. Ich gehe auf Zeichnung, Moment, so, auf Zeichnung. Weil ich dieses Teil ausgewählt habe, sage ich Auswahlliste untergeordnete Teile. Und im Prinzip ist für mich jetzt nur wichtig das Hauptteil als Baugruppe, weil ich habe ein Hauptteil drinnen und das möchte ich, von dem möchte ich eine Zeichnung haben. So, jetzt generiert mir HiCard nach meinen Grundeinstellungen die Zeichnungen. Das heißt, das wird sicher A2 sein. Ja. So, diese Einstellung kann ich hier natürlich ändern, dass ich sage zum Beispiel aktives Zeichenblatt und ich möchte hier auf A3 und den Maßstab möchte ich anpassen. Hier die neue Option, die hake ich natürlich an, damit es mir das skaliert und neu anordnet. So, im Prinzip habe ich hier meine Zeichnung dafür jetzt erhalten. Das ist beim Träger, also bei diesem Einschub relativ einfach. Jetzt gehen wir weiter zum Rahmen. Sprich, dieser Rahmen braucht natürlich auch eine Verwendungsart. Das heißt im Prinzip hier, dieser Zusammenbauträger wird hier nicht sehr sinnvoll sein, weil das eher für so Trägerkonstruktionen ist. Da würde ich in diesem Fall zum Beispiel den Rahmen nehmen. Das heißt, ich habe hier diesen Standardrahmen und mit dem würde ich das hier machen. Das heißt, ich habe hier das lange Teil als Hauptteil. Man sieht auch, hier ist die Ansicht von oben. Und da schauen wir uns jetzt nochmal an. Das heißt, ich sage wieder die Gleichklausur, weil ich sie ja geändert habe. Und ich möchte jetzt von diesem Teil die Werkstättenzeichnung anschauen. Das heißt, jetzt wird mir ein neues Blatt angelegt, was mir hier herkommt. So, jetzt ist einfach natürlich eingestellt eine 3D-Axonometrie, die Schnittansichten, die verschiedenen Ansichten. Wenn ich das zum Beispiel so wie hier eingestellt habe, dann kann ich einfach sagen, okay, ich möchte hier zum Beispiel keine Axonometrie haben, weil die für diese Baugruppe einfach nicht brauchbar ist. Oder ich möchte auch keinen Rahmen haben und mit OK wird mir hier diese Ansicht neu generiert. Man sieht hier zum Beispiel, das sind halt gewisse Maße, die halt vielleicht wirklich zu viel sind, aber die kann man hier relativ einfach dann auch löschen. Und somit hat man hier über diesen Rahmen einfach die Möglichkeit, relativ schnell schon mal eine halbwegs brauchbare Zeichnung zu verwenden. Das wäre jetzt der ganz einfache Weg, wie man darauf kommen kann. Ich meine, hier kann man natürlich auch noch sagen, die Stückliste, die soll jetzt nicht im Zeichnungsrahmen, also hier drinnen, okay, hier drinnen sein. Und somit hat man hier einfach relativ schnell ein halbwegs normales Ergebnis. Grundsätzlich bei den Rahmen ist einfach eingestellt, dass die Schnittansichten nicht bemaßt werden. Und da würde man sonst dann im einfachsten Fall hier einfach die Maße ergänzen, wenn man einfach vielleicht eventuell nicht so viele von diesen Rahmen hat. Ansonsten, wenn man mehr von solchen Rahmen hätte, dann würde ich natürlich dafür diese Werkstättenzeichnung oder die Schnitte schon auch anpassen, damit ich hier auch ein besseres Ergebnis habe.